Sollte man regelmäßig joggen gehen, wenn man abnehmen möchte? In den nächsten Minuten gibt es die Antwort, also bleib unbedingt bis zum Ende dran und viel Spaß mit diesem Video. Herzlich willkommen zurück, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich möchte heute gerne mal mit dir über das Joggen und die Fettverbrennung sprechen. Ganz, ganz viele Leute kommen immer wieder auf mich zu und sagen, ich habe einfach keine Lust rauszugehen, laufen zu gehen. Ich habe auch nicht die Zeit, ich habe anspruchsvolle und lange Arbeitstage, ich habe Familie zu Hause und ich schaffe das einfach nicht. Und das ist aber auch bestimmt der Grund, warum ich nicht abnehme. Was kann ich jetzt tun? Und ich möchte jetzt mit dir einfach mal anschauen, wie wichtig ist überhaupt der Sport und insbesondere, wie wichtig ist das Joggen? Hilft das dir jetzt ganz konkret bei der Fettverbrennung? Es ist letztendlich ein ganz einfaches Zahlenbeispiel, was wir uns da jetzt anschauen können und was dir das ganz klar verdeutlichen wird. Du weißt sicher schon, erstmal ganz, ganz grundsätzlich, du brauchst ein Kaloriendefizit, um abzunehmen. Wenn du deinem Körper Energie wegnimmst, muss er natürlich an seine Reserven gehen und wird Fett verbrennen. Und da eignet sich Joggen vermeintlich natürlich erstmal sehr, sehr gut, um eben zusätzliche Kalorien zu verbrennen, damit der Körper eben an die körpereigenen Reserven, also an die Fettzellen geht und diese verbrennt. Der Gedanke ist dabei natürlich auch erstmal total richtig und das funktioniert auch so, aber wenn wir uns jetzt mal die nackten Zahlen anschauen, wird das tatsächlich sehr, sehr interessant. Denn jetzt stell dir vor, du gehst 30 Minuten joggen. Je nach Körpergröße und Fitnesslevel verbrennst du natürlich unterschiedlich viele Kalorien, das ist ganz klar, aber wir nehmen jetzt mal als Durchschnittswert 300 Kalorien a 30 Minuten. Das ist sehr realistisch. Das heißt, wenn du jetzt 30 Minuten joggen gehst, wirst du ungefähr 300 Kalorien verbrennen. Das zweimal pro Woche sind also 600 Kalorien pro Woche, die du durch den Sport, durch das Joggen verbrennst. Auf den Monat gerechnet wären das dann 2400 Kalorien, die du verbrennst, wenn du es wirklich durchziehst, Woche für Woche zweimal deine 30 Minuten joggen zu gehen. Und auf das Jahr sind das dann 29.000 Kilokalorien. Das klingt jetzt erstmal relativ viel und du wirst sagen, boah, ein ganzes Jahr, jede Woche zweimal 30 Minuten joggen, das ist schon voll. Da darf es nicht allzu kalt sein, da darf es nicht allzu sehr regnen, denn sonst wird höchstwahrscheinlich auch mal der Schweinehund, der innere Schweinehund dazwischen kommen und du wirst auch mal nicht gehen. Aber in diesem ganz einfachen theoretischen Beispiel jetzt, nehmen wir das mal an, du bist wirklich ein Jahr lang jede Woche 30 Minuten, zweimal pro Woche joggen gegangen, dann hast du in diesem Jahr 29.000 Kalorien verbrannt durch das Joggen und ein Kilo Fett entspricht aber 7.000 Kalorien. Das heißt, wir teilen jetzt mal die 29.000 Kilokalorien, die du verbrannt hast, durch die 7.000 Kilokalorien, die ein Kilo Fett beinhaltet und dann wirst du merken, okay, das sind gerade mal lächerliche 4 Kilo, ein bisschen mehr als 4 Kilo Körperfett, die du durch diese Energie verbrennen kannst oder verbrannt hast. Wenn du ein Jahr lang jede Woche zweimal joggen gegangen bist für 30 Minuten, ohne Ausnahme, dann hast du nur aufgrund dieser Tätigkeit, nur aufgrund dieser Aktivität 4 Kilo Fett verbrannt. Und jetzt überleg dir, wie viel Anstrengung dich das kostet, wenn du das zum Abnehmen machst. Wenn dein Ziel ist abzunehmen und du fokussierst dich jetzt auf den Sport oder auf das Joggen, dann ist das für dich ja nichts, was du jetzt gern machst, sondern dann zwingst du dich dazu. Insbesondere, wenn schlechtes Wetter ist, wenn es kalt ist, wenn es regnet, dann wird dir das nicht immer Spaß machen und dann wirst du auch nicht immer große Freude daran finden. Und dann ist es natürlich total niederschmetternd, wenn du eine große Erwartungshaltung hast, dass du jetzt vielleicht 10, 15 Kilo in einem halben Jahr vielleicht abnehmen möchtest und das dein Ziel ist, und du aber rein rechnerisch mit dem, was du da machst, nur 4 Kilo aufs ganze Jahr gesehen abnehmen kannst. Denn es geht nicht mehr. Es ist eine ganz einfache mathematische Rechnung. Und das verstehen ganz, ganz viele Leute nicht. Sie denken immer, der Sport ist die Lösung. Aber der Sport ist nicht die Lösung, wenn du abnehmen möchtest. Ganz, ganz wichtig. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, geh nicht joggen. Mach keinen Sport. Das möchte ich damit überhaupt nicht sagen. Denn es ist total sinnvoll, dich zu bewegen, joggen zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen. Das macht total Sinn. Aber es ist vor allem einfach für dein Wohlbefinden, es ist für deinen Hormonhaushalt. Du wirst dich besser fühlen, du wirst Glücksgefühle entwickeln, wenn du Sport machst. Und das hilft dir einfach an sich, mehr Selbstbewusstsein, mehr Körpergefühl zu entwickeln, einfach mehr Wohlbefinden in deiner eigenen Haut. Und das hilft dir dann wiederum, auch bei der Ernährung besser aufzupassen. Aber die Tätigkeit an sich, der Sport und das Joggen an sich hat keinerlei Zweck, dass du jetzt schnell abnimmst. Wir spielen damit sozusagen einfach nur über Bande. Wir nutzen diese Tätigkeit,
um uns einfach ein gutes Gefühl zu holen und damit wiederum bei der Ernährung und bei allen anderen Dingen mehr Fortschritt zu machen. Denn schau dir das doch auch mal auf die Woche an. Wenn du mit einer Jogging-Einheit 300 Kalorien verbrennst, mit deinen zwei Jogging-Einheiten damit 600 Kalorien pro Woche verbrennst und du einfach mal schaust, was du pro Woche aber isst, je nachdem, was jetzt dein Tagesbedarf an Kalorien ist, was du an Ernährung auch zu dir nimmst, wirst du am Wochenende, also über 7 Tage hinweg, irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Kilokalorien liegen. Und das Joggen sind 600 Kilokalorien, die du verbrennst. Also auf der einen Seite 600 Kalorien Aktivität, auf der anderen Seite 15.000 Kalorien über Ernährung zugeführt. Du siehst also, wo der Hebel liegt. Diese 600 Kilokalorien über Sport sind völlig irrelevant, weil das andere, diese Ernährung, diese große Säule, das einfach komplett erschlägt. Und das ist ganz wichtig, dass du das verstehst, dass du nicht diese Erwartungshaltung hast, der Sport rettet dich. Denn der Sport ist, wie ich jetzt gerade schon sagte, rein rechnerisch gesehen, kalorisch gesehen, relativ irrelevant. Du kannst wie Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich trainieren. Wenn deine Ernährung nicht stimmt, kannst du das Abnehmen vergessen. Es steht und fällt bei deiner Ernährung. Ein Snickers mehr gegessen, 300 Kalorien drin. Eine Cola am Tag mehr getrunken, 300 Kalorien drin. Siehst du, wie schnell das geht? 50 Gramm Nüsse, also ein paar Nüsse, einfach mal so gesnackt, 300 Kalorien. Das sind die Stellschrauben. Das ist das, wo du optimieren kannst. Und da geht es auch gar nicht darum, dass du weniger an Menge isst, sondern es geht darum, dass du clever Lebensmittel tauschst. Denn die Lebensmittel haben untereinander auch eine verschiedene Kaloriendichte. Ob du jetzt zum Beispiel Nudeln oder Kartoffeln isst, macht in Menge, also in Gewicht, in Volumen keinen Unterschied. Du kannst deinen Teller mit beiden komplett voll machen, bist also mit beiden gleich satt, isst dieselbe Menge, aber isst bei den Nudeln die doppelte Menge an Kalorien. Das heißt, wir müssen unterscheiden, wie viel Gramm oder wie viel Milliliter nehme ich zu mir und wie viel Kalorien beinhaltet das Ganze. 3 winzig kleine Erdnüsse zum Beispiel haben 60 Kalorien. Eine ganze Gurke hat auch 60 Kalorien. Und jetzt stell dir vor, was macht dich mehr satt? 3 Erdnüsse, die so groß sind wie dein kleiner Fingernagel oder eine ganze Gurke? Und das ist das, was du verstehen darfst. Es geht nicht darum, einfach nur stumpf Ernährung zu reduzieren, Sport extrem nach oben drauf zu packen und mehr zu machen, sondern das Ganze sinnvoll und smart anzugehen. Alles andere würde dich einfach viel zu sehr einschränken in deiner Lebensqualität, würde dich viel zu viel Aufwand und Zeit kosten und du wirst einfach aufhören. Glaube mir, wenn du dir jetzt als Ziel setzt, 3-4 Mal pro Woche Sport zu machen, du ziehst es nicht durch, das schränkt dich so sehr ein, du bist dann demotiviert, weil nicht die Erfolge kommen, weil du nicht so viel Gewicht verlierst, wie du es gern hättest. Und dann hörst du spätestens nach 2 oder 3 Wochen auf und dann kannst du gar keinen Fortschritt mehr machen. Der wirklich sinnvolle Weg ist, das Ganze nachhaltig anzugehen, wirklich über Wochen und Monate hinweg das durchzuziehen, denn dann kommt auch der Erfolg. Und das geht nur, wenn es praktikabel ist, wenn du dich nicht übernimmst, wenn dein Essen schmeckt, wenn du keinen Hunger hast und wenn du eben nicht 4, 5, 6 Mal pro Woche jetzt krampfhaft zum Sport rennst. Und wenn du dabei eine klare Anleitung möchtest und wissen möchtest, wie du das am besten in deinem Alltag umsetzen kannst, wie du diese ganzen kleinen Tricks und Kniffe für dich nutzen kannst, dass es eben wirklich einfach geht und du trotzdem Woche für Woche 0,5 bis 1 Kilo Gewicht verlieren kannst, dann melde dich gern bei mir, geh auf meine Website unter www.steude-sebastian.de. Dort kannst du dich dann für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir persönlich eintragen und dann kann ich dir dort diese ganzen Tricks und diese Kniffe für deinen Alltag ganz individuell einfach mal zeigen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du bis hier mit dabei warst, wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Erfolg beim Abnehmen und wir sehen und hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß, dein Sebastian, mach's gut. Ciao, ciao.